So, als nächstes haben wir Deversberg, ja? Guten Deversberg mit Sklavenindustrie. Produziert bei One Way. Ticket nach nirgendwo. Nein, One Way. Keiner kommt mehr klar auf solche Beats. Die Rapper in den Charts sind nur noch weak. Ich lebe jeden Tag für die Musik. Ich mach nicht mit bei dieser Sklavenindustrie. Was machen Wichser hier auf Wicca? Ihre Frauen tragen die Lidl-Taschen, doch werden direkt hart, wenn sie beim Baden mal den Spiegel waschen. Sie zu hassen fällt mir leicht, leicht ist es nicht. Ja, meine Flossen und Rhymes zu adaptieren. Warte, wenn sie Badezimmer die Spiegel waschen, was? Hast mich aber jetzt auch ein bisschen irritiert, weil ich dachte, jetzt kommt ein Musikvideo. Sieht eigentlich voll cool aus, so 4:3 mäßig und dann... Hey, ja okay. Was machen Wichser hier auf Wicca? Ihre Frauen tragen die Lidl-Taschen, doch werden direkt hart, wenn sie beim Baden mal den Spiegel waschen. Sie aber werden hart, wenn sie im Bad mal die Spiegel waschen. Die Line musst du mir mal erklären. Also, sonst werden Frauen nicht so hart, wenn sie halt nicht im Badezimmer Spiegel waschen. Also, Zu hassen fällt mir leicht, leicht ist es nicht. Ja, meine Flossen rhymes so. Ach, den Schniedel waschen, ich hab Spiegel verstanden. Was machen Wichser hier auf Wicca? Ihre Frauen tragen die Lidl-Taschen, doch werden direkt hart, wenn sie beim Baden mal den Spiegel waschen. Sie zu hassen. Aber das hört sich an wie Spiegel waschen. Sagen die jetzt da wirklich Schniedel waschen oder Spiegel waschen? Ja, ey, ganz ehrlich, ne, wenn du im Badezimmer bist und du hast dann frisch geduscht oder frisch gebadet, ja, dann ist doch klar, dass der Spiegel sich beschlägt, ja, und dann wäscht du das, ja, aber da krieg ich keinen Harten von so, ja, ich weiß nicht, also, und eine Frau. Ich weiß nicht, die Line ist halt sehr fragwürdig. Ich weiß es nicht, hier mit den Lidl-Taschen, ja, und dann... Ich frag mich einfach wieder viel zu lange an dieser Line einfach rum. Ich weiß nicht. Ich will's aber verstehen, ja. Ich kenne nur die vom Aldi. Was ist denn, wenn sie mit einer Penny-Tüte ankommt? Oder wenn sie eine von Rewe-Tasche oder vielleicht eine von Teegut? Oder, weiß nicht, so eine vom DM oder... Was dann? Ja, das sind halt so Fragen, die Welt bedeuten, ne? Fällt mir leicht, leicht ist es nicht. Ja, meine Flossen und Rhymes zu adaptieren. Bleiche Gesicht, da, dein Shit, da. Nennst du Musik? Nimm mein Mic und einen Stift. Donner und Blitze gegen es ein bisschen rieseln lassen. Du solltest es lieber lassen, drückt keiner Repeat. Wenn er dich hört, mich stört lediglich, dass es dich gibt. Dicker, wie sicher bist du dir? Willst du noch auf Insta-Posen? Mach auf Weed, Ticker, noch Bauchtasche voll Klimperkohle. Shit, das hier... Aber ist geil, Mann. Insta-Posen und dann Bauchtasche voll Klimperkohle, ja? Nice Line, auch cooler Flow hier. Ja, die Stimme gefällt mir auch. Nur diese Spiegelwaschen-Line, Junge, was ist da los? Bist du dir? Willst du noch auf Insta posen? Mach auf Weed, Ticker, noch Bauchtasche voll Klimperkohle. Shit, das hier sind Kinderhosen. Glaub mir, der Scheiß passt mir nicht. Rap vor Handycam im Auto zeigt, dass du ein Spasti bist. Deutschrap scheint es gut zu gehen. Alle fahren Benz, doch hat keiner jene Booth gesehen. Weiß nicht, was ihr denkt, aber Hauptsache sich Rapper nennen. Durch Upload eurer Videos habt ihr konkludent gehandelt oder nicht? Das ist ein zugestimmter Fick. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Letzten Endes rappt hier keiner so wie ich. Okay, also der Deversberg hat gesagt Schniedel, aber das hört sich an wie Spiegel. Ohne Scheiß. Hört sich wirklich an wie Spiegel. Aber ey, geil gerappt. Coole Stimme. Beat gefällt mir. Und auch cooler Sound, ja. Also von der Mische her hört sich das auch sehr schön an. Und okay, wenn er sagt, es heißt Schniedel, ja, macht es natürlich einen anderen Sinn. Und es hört sich ein bisschen an vom Erklärmodus, ein bisschen wie bei Vendetta, ja. Also von den Lines her und so erinnert mich das ein bisschen an, es ist Vendetta. Er ist guter Junge in deinen Arsch, ja? Wie zum Beispiel die ganzen Lines, die Chakusa da erklärt. Das erinnert mich ein bisschen so vom Style her. Staus wie der Nebelwind, wenn Vendetta kommt. Ich piss auf deinen Kopf, du Penner, denkst, ich sei ein Wettergott. Mann, das ist dieses Label, mein Jahr, ein Song, ein Track. Mein Name in den Charts zusammen mit Echo Fresh und Sonny Black. Ihr seid nichts Besonderes und nicht mal meine Texte wert. Mein Stängel hat eine Länge, dass du denkst, er sei ein Steckenpferd. Du denkst, dass ich kein Rapper... Ja, siehste, Chakusa, Lieblingsrapper, siehste da. Aber hier, der Text ist auch von allen dreien jetzt nicht so geil, ne? Werden ein echt enttäuscht von Flow und Rhyme und mach seit dem September jetzt auch endlich den Pilotenschein. Jetzt hör mal, du Idiot, oh Mann, was ein Zweckreif. Das Sakrileg und du rappst so, als hätte man dir einen Knoten in den Sack gedreht. Mann, das ist Beat und fehlt abgedreht. Guck da, nach diesem Lied hat sich auch wieder eine Nacht über die Stadt gelegt. Der weiß auf jeden Fall, wie sich das anhört, wenn sich jemand den Sack verdreht. Ja, sagt er auch hier, Sakrileg, ne?
einen Schling um deinen Sack gedreht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier ist Prime schwerhörig. Ja, Schniedel. Nein, Spiegel. Ey, nein, Spiegel. So, habe ich jetzt abgestimmt. Damit wenigstens eine Stimme auf Nein, Spiegel geht. Okay, warte, komm, wir hören nochmal. Und die Hook ist cool, ja. Ich habe erstmal gedacht, das ist eine Shisha-Bar-Playlist. Aber dann hast du mich eines Besseren belehrt. Keiner kommt mehr klar auf solche Beats. Die Rapper in den Charts sind nur noch weak. Ich lebe jeden Tag für die Musik. Ich mach nicht mit bei dieser Sklavenindustrie. Was machen Wichser hier auf Wicker ihre... Jakusa bückt sich und pflückt Gurken, wenn er wütend wird. Ja, stimmt, das war bei den schlechtsten Deutschrap-Lines, ja, Mann. Da waren so gute Lines dabei, ohne Scheiß, richtig schön. Ich mach nicht mit bei dieser Sklavenindustrie. Was machen Wichser hier auf Wicker? Ihre Frauen tragen die Lidl-Taschen, doch werden direkt hart, wenn sie beim Baden mal den Schniedel waschen. Sie zu hassen fällt mir leicht. Schniedel waschen, okay, Schniedel. Also jetzt, wenn man wirklich daran denkt, so dass er Schniedel sagt, ja. Ich denke halt an Spiegel, ja. Also, wenn man im Badezimmer ist, so, ne, was hängt da? Ein Spiegel, ja. Manche haben vielleicht keinen Spiegel im Badezimmer, aber eigentlich, normalerweise, ein Spiegel, ja. So, und da, wie pervers seid ihr denn, ja, dass sie sofort an Schniedel denkt, ja. Wie pervers seid ihr? Wie pervers ist meine Community? Warum denkt ihr an Schniedel? Warum nicht an Spiegel? Warum seid ihr so pervers? Ich verstehe das nicht. Warum ihr so pervers seid? Das kann ich mir nicht, beim besten Willen gar nicht erklären. So. Nicht mit bei dieser Sklavenindustrie. Was machen Wichser hier auf Wicker? Ihre Frauen tragen die Lidl-Taschen, doch werden direkt hart, wenn sie beim Baden mal den Schniedel waschen. Sie zu hassen fällt mir leicht, leicht ist es nicht. Ja, meine Flows und Rhymes zu adaptieren, bleiche Gesicht. Da, dein Shit, da, nennst du Musik, nimm mein Mic und einen Stift. Aber auch geil, dieses andere Shit, Donner und Blitze gegen es ein bisschen rieseln lassen. Du solltest es lieber lassen, drückt keiner Repeat. Wenn er dich hört, mich stört lediglich, dass es dich gibt. Dicker, wie sicher bist du dir? Willst du noch auf Insta posen? Mach auf Weed, Ticker noch Bauch. Tasche voll Klimperkohle, Shit, das hier sind Kinderhosen. Glaub mir, der Scheiß passt mir nicht. Rap vor Handycam im Auto, zeigt, dass du ein Spasti bist. Deutschrap. Ja, Mann, geil. Schön die Instagram-Rapper hier nochmal durch die Bank weg. Unterdrückt, wie Bushido damals in den besten Jahren. Scheint es gut zu gehen, alle fahren Benz, doch hat keiner jene Booth gesehen. Weiß nicht, was ihr denkt, aber Hauptsache sich Rapper nennen. Durch Upload eurer Videos habt ihr konkludent gehandelt oder nicht? Das ist ein zugestimmter Fick, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Letzten Endes rappt hier keiner so wie ich. Keiner kommt mehr klar auf solche Beats. Die Rapper in den Charts sind nur noch weak. Ich lebe jeden Tag für die Musik. Ich mach nicht mit bei dieser Sklavenindustrie. Keiner kommt mehr klar. Aber da ist die Hook ein bisschen versetzt. Na, also die waren nicht ganz on point gesetzt, die Hook. Das hört man. Und ich weiß nicht, du wolltest wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Autotune draufballern und so. Dann hast du aber gedacht, nee, ich will lieber, dass meine Stimme da ein bisschen hervorkommt. Ich finde, du hättest das ein bisschen mehr rappen müssen. Ja, da ist ein bisschen zu viel zu gesungen. Auf solche Beats, die Rapper in den Charts sind nur noch weak. Ich lebe jeden Tag für die Musik. Ich mach nicht mit bei dieser Sklavenindustrie. Ich bin die Eins, Dicker, wer kommt vor mir? Ihr habt doch bloß eure Wackness in Wave exportiert, also. Ihr habt eure Wackness nur in Wave exportiert, ja? Nice, Alter. Hab ich auch noch nicht so gehört. Hört sich gut an. Ich bin die Eins, Dicker, wer kommt vor mir? Ihr habt doch bloß eure Wackness in Wave exportiert, also. Spare jede Mühe und versuche an mich ranzukommen. Ich punch dich, honk direkt von deinen Füßen. Und ich grüße bei Gelegenheit jeden Rapper-Kollegen. Kläre jeden Streit am Mic mit euch, echt kein Problem. 16 Bars gegen 16 Bars, trau dich und komm. Deine Wackness macht aus Banger-Tracks traurige Songs. Deine Frau macht's umsonst, aber anderes Thema. Mach mir nicht auf Schrank, weil du mal eine Hand bewegt hast. Misshandelt die... Ja, mach mal nicht auf Schrank, nur weil du mal eine Hantel bewegt hast. Und mach's hier, warte mal hier. Aber anderes Thema, Hantel bewegt hast. Mach mir nicht auf Schrank, weil du mal eine Hantel bewegt hast. Misshandelt die Gegner, bis zum Kopf weg, weil du Ort tickst, bist du kein Handelsvertreter. Oh. Das war auch richtig nice. Also, das war wirklich schon eine A-B-B-A-Technik, ja. Macht's umsonst, aber anderes Thema, mach mir nicht aber auf... anderes Thema, Hanteln bewegt hast, misshandel die Gegner. Schrank, weil du mal eine Hantel bewegt hast, misshandel die Gegner. Bis zum Kopf fick, weil du Ort tickst, bis zum Kopf fick,
weil du Ort tickst, bist du immer noch kein Handelsvertreter, ja? Geil. Zu kein Handelsvertreter, oh. Topfitter Mike Sample, Guantanamera. Du hörst Mero, ich schlag dich, deine Mama versteht das. Oh, sie sind Gangster, weil sie im Beutel paar Fuffis packen. Nice. Rapper sind heute Schwuchtel in den Gucci-Taschen. Du nennst es Hustle, wenn du Drogen tickst auf Straßen. Ich geh mal lochen, danach schlafen, keine Kohle, nichts im Magen. Ich werd sowieso nie charten. Echter Rap ist tot und der Nachwuchs seine Fehlgeburt wie das Kind von Exit Rose. Keiner kommt mehr klar auf solche Beats. Die Rapper in den Charts sind nur noch weak. Ich lebe jeden Tag für die Musik. Ich mach nicht mit bei dieser Sklavenindustrie. Ach so, ja, zur Abstimmung. Spiegel hat gewonnen, ne? Keiner kommt mehr klar auf solche Beats. Die Rapper in den Charts sind nur noch weak. Ich lebe jeden Tag für die Musik. Ich mach nicht mit bei dieser Sklavenindustrie. Keiner kommt mehr klar auf solche Beats. Die Rapper in den Charts sind nur noch weak. Ich lebe jeden Tag für die Musik. Ich mach nicht mit bei dieser Sklavenindustrie. Keiner kommt mehr klar auf solche Beats. Die Rapper in den Charts sind nur noch weak. Ich lebe jeden Tag für die Musik. Ich mach nicht mit bei dieser Sklavenindustrie. Aber es ist cool, dass dir das auch, dass dir das auch aufgefallen ist, Devas Berg, auch mit der zweiten Hook, dass sie nicht ganz on point war, dass sie ein bisschen versetzt war. Aber ja, wenn der Produzent halt im Urlaub ist, ist natürlich so eine Sache, ne? Und hier, Prime der Spiegel-Freund, ja? Ja, wo Marcel Davis gesagt hat, ja man, auf jeden Fall, voller Empfang, ja man, Gefangenen, ja man, Spiegelkandidat, Kabinett, genau, passiert, bin da ja nicht so. So sieht's aus, voller Empfang, ja, und wir gehen erst, wenn alles läuft, ja, immer ganz wichtig. So, war auf jeden Fall eine schöne Abstimmung und ja, ihr habt für Spiegel gewertet und ihr hattet recht. So, war sehr nice, ne, mir gefällt es. Die zweite Hook war ein bisschen versetzt leider, aber ja, ist jetzt leider durch, ne? Aber geil gerappt, sehr nice Zeilen auch, deswegen Liebe geht raus, ganz viel Spiegel, Schniedel, Liebe, ja. So, ich schaue jetzt mal kurz den Link rein zu euch und ja, starker Track, ja, habe ich nicht viel zu meckern. So,